Heute sprechen wir über Hole Moving. Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie, worum geht's in diesem Video? Du willst einen Kartentrick lernen oder dich einfach nur verblüffen lassen? Dann ist die Kategorie Kartentricks genau das Richtige für dich. Jamie, erklär mal, was geht eigentlich heute so ab? Ja, wie gesagt, geht's heute um den Trick Hole Moving. Und ich möchte euch erstmal zeigen, und zwar dafür brauchen wir eine brennende Kerze und einen Knipser und auch ein Blatt, damit ich euch jetzt auch wirklich mal am Anfang zeigen kann, dass der knipst. Und ein Kartenspiel. Und was machen wir jetzt damit? Wir machen jetzt Folgendes damit. Der Zuschauer wählt jetzt erstmal irgendeine Karte aus. Sagen wir, es ist diese hier. Die dürfen uns beide sehen, das ist jetzt die Pik 8. Und der Zuschauer sagt jetzt irgendwo Stopp, wo die Karte wieder reinkommt. Und zwar Stopp, hier, okay. Und jetzt kommt die Karte hier auch wieder rein. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Wir lassen erstmal die Karte nach oben wandern. Das machen wir mit einem Fingerschnipsen. Und die Karte wandert nach oben. So, und wir nehmen jetzt diese Karte. Und was wir jetzt damit machen, ist Folgendes. Wir haben hier diese Karte und wir haben hier diesen Knipser. Und diesen Knipser werden wir erstmal ein Loch knipsen. Zack. Jetzt haben wir hier ein Loch. Und das Ganze können wir abziehen. Also das Loch können wir abziehen. Es ist ab, das heißt, es ist nicht mehr auf der Karte oder sowas. Es ist hier in meiner Hand. Wo soll es auch sonst sein? Das Ganze kann man zum Beispiel hier wieder drauf machen. Das ist auch wirklich ein echtes Loch. Ich kann ja durchschauen und so. Und das Ganze können wir auch wieder abziehen. Und zwar zack. Zack. Und es zum Beispiel auch hier wieder drauf machen. Und wir machen das Ganze jetzt nochmal. Und zwar, wir ziehen dieses Loch ab. Legen die Karte erstmal hin. Und wir brauchen jetzt diese Kerze hier. So, und zwar, so, wir müssen erstmal alles ein bisschen in Sicherheit bringen, aber trotzdem so, dass ihr es seht. Denn wir werden jetzt dieses Loch da reinmachen, in diese Kerze. Wir werden das jetzt verbrennen, dieses Loch, damit dieses Loch nicht mehr existiert. Das, was wir geknipst haben. Das heißt, wir können ein geknipstes Loch verschwinden lassen. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal gleich. Und nachdem dieses Loch verschwunden ist, könnte man den Effekt jetzt zigmal machen, ja? Nicht zehn, zigmal, sorry. Das heißt, das Loch, was wir in der Hand haben, verbrennen wir. Und jetzt qualmt es zwar ein bisschen, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und das Loch ist jetzt verbrannt. Wir haben hier noch diese Karte. Und der Zuschauer konnte tatsächlich alles untersuchen mit der Karte vom Zuschauer. Und das war gerade ganz schön knapp, glaube ich, mit dieser Karte. Erstmal die Kerze auspusten. Mal wieder heißt es, ein Seefahrer stirbt. Dieser Effekt finde ich noch cool. Ich habe das noch mit diesem Loch eingebaut, dass ich das noch in die Kerze werfe. Die meisten müssen jetzt denken, wie das Ganze funktioniert. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es da keine Anleitung gibt. Und es steht kein Name, von wem das ist. Wo doch, da steht eine Anleitung. Ein Dingenscode. Habt ihr das gehört? Ich glaube, der Knipser war nicht dabei. Den Knipser, den hatte ich schon vorher, also diesen Locher. Ich habe es jetzt einfach Knipser genannt. Keine Ahnung, wie ich es genannt habe, diese Performance. Diesen Trick, den mag ich. Den kann man aber nicht vorführen, wenn man zu nah dran ist. Dann sieht man, was Sache ist. Also man muss ein bisschen weiter wegstehen. Und ich möchte jetzt zu den Bewertungen kommen, dieses guten Trickes. Und zwar, die Bewertung dieses Trickes ist eine 1- bis eine 2. Also das ist
von den Schulnoten her. Warum? Ich finde, man kann es nicht so nah dran machen, aber auch wenn man zu weit weggeht, sieht man nichts. Finde ich, naja, also das finde ich halt ein bisschen blöd. Und wir haben jetzt hier diese Kerze, das kann man tatsächlich gut noch mit einbauen, dass dieses Loch dann auch verschwindet. Und es gibt noch ein anderes Gimmick, da das ist auch mit dem Loch, das kann man könnte man vielleicht sogar mit noch hinterher klatschen. Finde ich auch ganz cool. Könnte man, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie dieses Gimmick aufgebaut ist, wie auch immer. Ich mag diesen Trick sehr, einer meiner Lieblingstricks bisher. Papa hatte das einfach mal irgendwo liegen, hat er gesagt, und ja. Er hat gesagt, er hat das einfach irgendwo liegen gehabt. Schon eine Weile, er hat auch ganz viel liegen gehabt. Er hatte zum Beispiel auch das hier liegen gehabt, das habe ich mir genommen. Das ist eine Karte, die steckt man hier rein. So. Und dann könnte ich sie halt zerschneiden. Als ob das jetzt auf Anhieb funktioniert hat, das funktioniert eigentlich nie auf Anhieb. So, ich könnte die zerschneiden und könnte sie... Ja, er hat mir halt auch sowas gemacht, das ist so eine Karte, also gezeigt und so, und hatte das. Das ist so eine Karte, das kann man hier reinschieben. Ja, kann man auch von hinten zeigen und das Ganze will dann ganz zerschneiden können. Zack. Und dann das Ganze wieder normal machen. Und das ist halt eine normale Karte. So. Den hatte noch Papa. Nice. Papa hatte auch noch was anderes, womit ich gerade die Kerze gemacht habe. Das hatte Papa noch. Ich glaube, die meisten müssten eh denken, was das war. Und dann habe ich noch, den hat Papa noch. So ein Ding. Das hält eine Karte. Das hält man über eine Taschenlampe und dann sagt das irgendwas voraus und dann hat er noch anderes. Zum Beispiel, dass man eine Karte abbeißt und dann wieder drauf spuckt und so. Und ja, ich finde diesen Trick, dieses Gimmick, kann man nicht leicht durchschauen, aber man kann, wenn man dieses Gimmick in der Hand hält, das sehr schnell sehen, was das Gimmick ist, wenn man es von der Rückseite anschaut. Ja, so viel dazu. Und ich hoffe, euch hat jetzt dieses kleine Review jetzt mal gefallen. Und ja, ciao!